Ja, Momo Alles Leute, klar. euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Heute auf dem Weg zu Omnibus Interruptus. Kommen wir eigentlich hier runter mit dem Vogel? Ach, bestimmt, wir können ja springen, ne? Wir können ja springen. Yay! Wir können auch einfach laufen. Runterlaufen geht auch. So. Das letzte Mal bin ich leider die ganze Brücke lang gelaufen oder den ganzen Weg. Stufe 3? Wer ist hier? Status Boost. Ausdauer und Tempo deines Schokobos sind gestiegen. Sauber. Welches Level bist du? Du siehst fies aus. Ich Jetzt steig bin erstmal ich ab. los. Steig doch ab. Übernimm dich bloß nicht. Selber. Mann, Dude. Okay, die Waffe ist nicht so gut. Okay, der greift mehrmals an. Oh ja. Ah, gut. Ist jetzt nicht der Hammer. Au, da kommt noch einfach ein zweiter dazu. Ich hab geblockt, ich schwör's. Na komm, greif an. Ich seh's doch. Ich seh's kommen. Ha! Für hinten! Oh Gott. Ich vergesse immer, dass er zweimal angreift, aber ging ja nochmal gerade gut. Und pariert! Aha! Großartig, Nock! Kinderleicht! Easy going, Alter. Verletzt, wie es scheint. Das ist aber leider mein. Ich wollte schon Poro sagen. mein Chocobo. Ach, da hinten ist mein Chocobo. Kommst du hierher? Chocobo! Der chillt einfach da hinten rum. Ein feiges Arschloch. Aber egal. Du bist jetzt schneller, ne? Das freut mich. Also dann? Bald kann ich dich durch mein Auto ersetzen. Der ist merklich schneller geworden. Krass. Das spüre ich richtig. Not bad. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Wer will mich angreifen? Okay. Danke. Ich hoffe, du meinst die Krokodile, weil ich steig jetzt ab und mach die kaputt. Danke. Oh, das sind viele. Bis bald, Kleiner. Sarakine. Mit ihren Reißern beißen sie sich bis auf den Knochen durch. Wenn man dann versucht, sich aus dem Biss zu befreien, macht man es nur noch schlimmer. Die Kurzform nicht beißen lassen. Seeteufel. Herz für Tiere? Nicht mit mir. Nicht jammern. Kannst du knicken, mein Freund? Einmal. Nee. Kannst du voll vergessen. Das mache ich nicht mit. Der war Level 28. Ganz ehrlich, nein. Nein. Da Hornissen. Die kann ich platt machen. Die fallen bestimmt schnell um. Könnte das der Transporter sein? Ja, cool. Ich liebe es, wenn das passiert. Attacke! Überraschungsangriff von hinten! Aha! Oh yeah! Zerfetzt! Noch einer! Und noch einer! Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber... Das war doch ein bisschen zu einfach. Und es sind noch mehr! Okay, ich glaube, es kommt hier auf die Menge an bei denen. Das ist ja richtig in Fahrt. Weißt du, krass viele sind. Das geht so weit. Sorry. Ist er jetzt kaputt? Nein. Aber ich habe ihn runtergeworfen. Er lebt einfach noch. Okay, ich sehe nichts. Absolut rein gar nichts. Und wieder einen ausgenockt. Da ist er. Ja, Mensch. Aber hallo. Das waren viele. So, und du bist der besagte Bus, ja? Jetzt müssen wir nur noch abliefern. Lass uns keine Zeit verlieren. Okli-dokli. Ich würde sagen, wir werden einfach mal zur letzten Raststätte zurückkehren. Ah, gut. Da können wir direkt zum Regal ja gehen. Okay, das habe ich vergessen, dass wir da Rast gemacht haben. So, wir schauen uns unsere Aufgaben an. Wilde Wasser sind tief. Ist eine Alternative. Da sind wir in der Nähe, glaube ich, oder so, ne? Sind wir da in der Nähe? Ah, wir sind irgendwo hier oben. Oder? Wo zur Hölle bin ich? Ach, fuck, ich bin da. Boah, what? Okay, ich bin doch ein bisschen weiter weg, als ich dachte. Was ist das? Den Chocobos.
Die Eillieferung, Glanz auf Rädern, die perfekte Landschaft. Stufe 15, die drei haben wir gemacht, ne? Pilgerfahrt haben wir noch übrig und frischer Führerschein. Ja, noch so eine Unfallstelle, ne? Zwischen Stein und Fels. Ich glaube, das nächstgelegene ist tatsächlich zwischen Stein und Fels. Wenn wir da hinfahren, wir müssen auch irgendwann mal die ganzen Aufgaben abgeben. Automatisch fahren. Bitte zum Aufgabenziel zwischen Stein und Fels. Lasst nichts liegen. Ignis! Ignis, pass auf! Was? Was? Hä? Was? Okay. Ich hatte kurz Angst. Lasst nichts liegen. Dann habe ich nicht verstanden, okay, was kapiert ist, passiert ist, und ja, dann fahren wir halt weiter. Okay. Naja, zumindest sind wir jetzt angekommen. Ignis, halt mal an. Verstanden. Anhalten, Dude. Da wären wir also. So. Hier haben wir noch eine kleine Schatztruhe, die sammle ich mal mit auf. C ist Schnurrhaar, okay. Aber ich sehe hier auch nirgendwo Gegner. Aber wir sind schon wieder hier. War das nicht hier, wo die Fallen waren? Nee, ne? Okay. Okay. Ist das so eine Nachtaufgabe? Der Waffenhändler benötigt einen Bare Taros Panzer und ist bereit dafür eine Blown West. Nein, das meine ich nicht. Da. Ein weiterer Jäger ist im Einsatz ums Leben gekommen und Dave braucht jemanden, der die Erkennungsmarke findet, um den Hinterbliebenen das Abschieds blablauen. Aber hier ist nichts. Ist nicht mal ein Gegner ist hier. Das ist ja komisch. Au, da wurde ich getötet. Ja, dafür musste ich auch mal was sehen können, ganz ehrlich. Wenn ich nichts sehe, kann ich auch nicht parieren. Reicht eine Minute? So lange brauchen wir nicht. Wo ich mal mein Schwert rausfliegen. Ah! Nee, das ist auch scheiße. Keine Ahnung. Nämlich das große Schwert. Muss auch nicht der Bringer. Ach, wie viele sind das? Wieso mich vergiftet? Ich sehe nichts. Meine Fresse. Kamera. Tu doch irgendwas. Und wieso steht er die ganze Zeit blocken? Hä? Mein Spiel buggt. Hilfe, mein Spiel buggt. Habe ich irgendwas dagegen? Gegengift. Für mich. So. Jetzt wird aber einer richtig weggehauen hier. Bam! Sauber, Gladio! Kein Problem. Sehr schön. Ignis sieht nicht besonders fit aus. Mach dir mal keine Sorgen, den gebe ich jetzt einfach hier. Ein Supertrank für Ignis. So, das Gift hier wird er schon schaffen. Nacht, wo hast du das denn gelernt? Bei meiner Mama. Sie macht das Aroma. So. Gut, das war's. Wo ist jetzt das besagte Ding ins Kirchens? Da ist sie doch. Dreckige Scheiße hier, ey, so. So ein Glück, wir haben sie. Oh Mann, okay. Wir müssen, ich würde sagen, wir geben einmal all unsere Quests mal ab, ne? Ich denke, das ist, angesichts dessen, dass ich kaum einen Überblick habe, was wir da gerade tun, eigentlich ganz notwendig. Und ich möchte gerne zum Regal ja zurück. Was stimmt mit euch nicht?
Jetzt will ich halt zu Fuß hin. Wir sehen uns dann beim nächsten Questgeber. Wie wär's mit einer Pause? Es gibt erst eine Pause, wenn ich es sage, Dude, hä? Glaub mal dran. So, ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal Aufgaben ab, dann werden wir diese... Überfarbig! Schade. Ich hätte keine gewusst, was passiert wäre. Dann würde ich sagen... Ihr seid also fündig geworden. Das freut sicher auch den ehemaligen Besitzer. Vielen Dank. Widmen wir uns den ganzen Aufgaben in den... in den Stores, in den Krähennestern. Na super, Alex hier, cool. Oh. Ich wette, wir werden auch die ganzen Sachen mal gebrauchen können. Überfarbig! Überfarbig! Ich will sterben! Oh, kann ich einen Crash auslösen? Zumindest einen Stau. Könnt ihr das nächste Mal, wenn ich die Folge beende? Holy shit! Das Geist. Das nächste Mal, wenn ich Folgenpause mache, werde ich mich hier hinstellen. Eine Stunde lang was essen. Ey, nein! Und erstmal alles blockieren. Ob das funktioniert, ich weiß nicht. Naja. Dann würde ich sagen. In den Regal, ja. Und zur nächsten Quest. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Ja, es wird langsam spät, würde ich sagen, ne? So. Zwei Quests müssen wir hier abgeben. Hey, wie wär's mit einer Pause? Ja, gute Idee. Hallo Jungs, habt ihr's gefunden? Ja, problemlos. Auf euch ist Verlass. Hier Jungs, eure Belohnung. Wenn ihr den Regalia damit poliert, wird er nicht so schnell dreckig. Ein Muss für jeden wahren Autoliebhaber. Macht schließlich mehr Spaß, in einem sauberen Auto zu sitzen. Sehr schön. Oh, die ganze Erfahrung, die wir jetzt bekommen werden. Und da wir jetzt schon mal hier sind, werden wir auch gleich mal die Quest hier annehmen und durchziehen. Wenn Sydney über Autos spricht, leuchten ihre Augen immer so. Ja, ziemlich niedlich. Was? Gladio, lass das. Was denn? So, hier, kriegst deinen Scheiß. Oh, besten Dank. Jetzt braucht der Kochtopf nicht zu ruhen. Warum jagst du eigentlich nicht selbst? Nun, als Kind hat mich mein Hunger zwar schon dazu gezwungen, mein Essen gewaltsam zu beschaffen, aber eigentlich bin ich eher friedlich. Seit Sid mich unter seine Fittiche genommen hat, benutze ich mein Messer nur noch in der Küche. Nun, wie auch immer. Hier ist eure Belohnung. Kocht was Schönes damit. Oh ja. Zeile für Zeile. Ist ja super, jetzt kriege ich hier Erfolge ohne Ende. Nur von diesem Typen. So, hast du noch mehr für mich ja am Start, hä? Oh, Sachsamreis. Tatsächlich, der hat einfach noch mehr. Du bist der Freund von Sid. Pickt euch was raus. Oh, das ist neu in der Speisekarte dazugekommen. Cool. So, Jagd. Geht ihr für uns auf die Jagd? Ach, ich hab hier schon alles. Das ist Stufe 3. Na gut. Ernährt euch abwechslungsreich. Oh. Darf ich euch um Hilfe bitten? Ja, klar doch. Mein Lieferant wird von Wildtieren aufgehalten und kann seine Bohnen nicht liefern. Bohnen also? Nicht dein Ding? Geht so. Dann hast du noch keine guten gegessen. Die Würzmischung macht's. Meine Stammkunden sind der beste Beweis. Wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. Na gut, nicht die Bohne. Das angreifende Rudel vernichten. Das können wir doch machen. So, wir haben die Aufgaben ein bisschen herausgeholt, aber es sind trotzdem noch so viele. Ich könnte jetzt zum Beispiel diese drei Aufträge mal langsam abschicken, ne? Genau, wir bringen jetzt diese drei Aufträge weg, gehen schlafen, holen uns den enormen Bonus an Erfahrung und dann gehen wir weiter. Eigentlich können wir das hier machen. Genau, wir machen das hier und dann gehen wir weiter. Wir sind ja schließlich Level 20. Ich kenne die. Ne, wir machen zuerst die anderen Quests zu Ende, ganz ehrlich. Ich muss das machen, ich bin Perfektionist. Dein Sturkopf nackt. Könntest du ruhig mal ein Herz für Bohnen zeigen? Du weißt überhaupt. Ein Herz für Bohnen, ey. Geht. Ja, hack du ruhig auf mir rum. Was ist los, meine Süße?
Zeit. Ein Botengang? Hast mich durchschaut. Ja, ein Botengang. Mir ist eine ziemlich interessante Info zu Ohren gekommen. Geht um einen Turbolader. Interesse? Das Teil ist äußerst nützlich. Ist zwar schon gebraucht, aber in gutem Zustand. Ein Kunde hat es aus seinem alten Auto ausgebaut, aber keinen Abnehmer dafür gefunden. Wollt ihr es abholen? Dadurch wird unser Auto schneller. Kühnheit auf Rädern. Ich glaube, das machen wir zuerst. Ein schnelleres Auto wird das Ganze ein bisschen beschleunigen. 26, Alter. Woo! Da komme ich noch nicht mal hin. Da warten wieder Quests auf uns. Oh, Fischquest. Da kann ich angeln gehen. Ja gut, das werde ich wohl demnächst mal machen. Ein bisschen angeln gehen. Ja gut, ich würde sagen, wir reisen mal hier runter, ne? Wir reisen mal hier runter. Und dann werden wir gucken, was die da für uns für Quests haben. Arme Sydney, muss die Nacht durch. Parkplatz, Geilenkai. Unglaublich schön hier nachts. Ja, aber Altissia soll nachts noch viel schöner sein. Echt? So, ich würde sagen, wir nutzen einfach mal die Zeit hier, gehen schlafen, holen uns dann die nächsten Aufträge, die wir hier haben. Nacht! Heute mache ich dich fertig! Oh yeah. Als du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Auf dem Handy. Ich frage mich, ob es auch so ein Spiel gibt. Sollte ich mal gucken. Dann werde ich euch erzählen, ob es dieses Spiel wirklich gibt. So, was für Fotos hast du denn geschossen, Dude? Kann man da irgendwas von gebrauchen? Ich sehe, was habe ich da getan? Ach ja, die Dinger platt gemacht. Die habe ich gesucht. Bin ich gelaufen. Moment mal! Jetzt zeichnet sich etwas ab. Wir kennen dieses Bild. Das letzte Mal war auf dem Chocobo drauf. Genau so, nur der Hintergrund hat sich geändert. Und wir sind schlafen gegangen. Das war ein erfolgreicher Tag, muss ich sagen. Also, erfolgreicher Schöner geht's Morgen. Gar nicht. Ah. Na gut. So, begeben wir uns zur Quest-Info. Das heißt, wir müssen bis der ganzen Reihe. Oh, wieso muss man da immer reinlaufen? So, ich hoffe, du hattest die Quest für mich. Willkommen zurück. Sehr schön. Was möchten Sie gerne bestellen? Schrecken der Sonnenanbeter. Ach, die Krabben. Wünsche gutes Gelingen. Dankeschön. Passen Sie gut auf sich auf. Gut, dann erledigen wir wieder alles bis Stufe 3. Und dann können wir die anderen Quests auch noch machen. Perfekt. Irgendwann kriegen wir wieder ein Behemoth zu jagen. Kann ich ja nicht von hier aus auch mit meinem... Nein. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Mann, ist das schön hier! Los, Kleiner. Zeit zu gehen. Ignis, komm weiter. Einen Moment. Oh, mit den Chocobos ist das so geil. Die sind einfach so krass schnell. Okay, die Krabben kennen wir schon. Die sind schnell mal tot. Oder auch nicht. Seid einfach mal scheiße, Tanky. Wenn ich jetzt noch was sehen könnte, ne? Das wäre so Porno. Oh ja, oh ja, das zeckt. Das zeckt. Seid nicht so Tanky. Alter,
What the fuck? Wie stark sind denn die Krabben? Ich weiß, ich muss die eigentlich nicht jedes Mal reinziehen, aber sicher ist sicher. Wie krass. Heftig, was? Die machen uns kaputt. Tschüss. Rüstung ist weg, mein Freund. Also die Kameraführung hier ist manchmal echt schlimm. Wie soll man denn... Kann mich mal jemand heilen? Ich habe keinen Bock, nochmal einen Supertrank zu verschwenden. Keine Zeit für Nickerchen. Ist ein Schatz. Dankeschön. Was denn? Sind Schalentiere nicht deine Stärke? Bei so einer Größe leidet der Geschmack. Denkst du jetzt etwa ans Kochen? Auf dich ist Verlass. Wie krass waren die denn? Die haben mich richtig zu Sau gemacht. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Krasse Nummer. Oh Mann. Ja, da haben uns die Krabben aber mal richtig fertig gemacht. Alter Schwede. Kannst ja nicht mit rechnen, dass die erstmal eine Milliarde Schaden aushalten. Oder noch so ein viel Damage rauskloppen mit Level 11. Willkommen zurück. Hallo. Ich habe die Quest abgeschlossen. Sie war verdammt scheiße. Nicht schlecht. Ja, du mich auch. Okay, wir müssen noch insgesamt... Oh Gott. 9 Stück machen. 9 Quests bis Stufe 3. Na gut. Wobei Stufe 2 ist schon echt extrem. Vor allem die Krabben. Die war, wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Das war echt krass. Okay. In Schale geworfen. Schon wieder Krabben. Ich nehme lieber die hier. Stufe 17, Alter. Oh, warum Krabben? Sieht recht gefährlich aus. Nicht? Ja, ist es auch. Die sind scheiße, sind die Dinger. Nicht zu viel. Warum hasse ich jetzt mit dieser schweren Waffe immer rumzuhampeln, ey? Vorzüglich. Werden wir sie dieses Mal ausschalten? Oder werden sie uns ausschalten, die Krabbenviecher? Ey. Mit denen will man sich nicht anlegen. Auf jeden Fall nicht freiwillig. Aber wir müssen. Und die sind größer! Die sind einfach noch größer! Bald klingelt die Kasse, Leute! Von hinten! Na dann mal los. Nord! Verlass dich drauf! Obwohl, wieso steckt ihr ja plötzlich nicht mehr so viel ein? Oh ja, zertrümmert. Und pariert! Na, konzentrieren wir uns erstmal auf einen. Können wir immer noch weitermachen. Wow, ich hab geblockt, ich schwör's! So eine Scheiße. Okay, du warst der... Verdammt. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Wozu blocke ich überhaupt? Ha! Ausgewichen! Okay, einer ist weg. Wir müssen Supertränke kaufen. Mein Bauch tut weh. Falscher Zeitpunkt zum Jammern. Komm, verprügelt es. Leg los, Pronto. Oh, gerade ausgewichen. Tang. Sauber, Gladio. Auf dich ist Verlass. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Wieder. Pronto, schalten Gang zurück, sonst gehst du noch drauf. Basta! Kann mal jemand Pronto wiederbeleben? Keine Angst, du bist nicht allein, Pronto. Kann jemand? Ich mach das. Sauber, Gladio. Kein Problem. Na komm, stirb doch einfach, bitte. Tu mir den Gefallen. Oh ja, umgeworfen. So langsam geht er auf dem Zahnfleisch. Alter Schwede. Zeigt keine Gnade. Diese Viecher. Ihr glaubt's nicht. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Gelbsteinsplitter, perfekt. Ich sollte bald echt mal meinen Wagen wieder ein bisschen färben. Und dafür brauchen wir auch diese Erze. Oh, was für eine hübsche Farbe. Aber es ist weiß.
Irgendwas anderes als weiß. Ne? Gelb. Oh, noch ein. Oh, nochmal gelb. Vorsicht! Oh! Das ist Stufe 4. Ich bitte dich. Klappe zu, Monster tot. Deswegen kam sie mir so schwach beim letzten Mal. Ich hasse das, ne? Beim letzten Mal vor. Ja, 1 FP gratis, wieso nicht? Jetzt ist mein Schokobo da hinten nicht. Komm her, Mann. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Jetzt ist dir plötzlich wieder heiß oder was? Ach, ich dreh durch, ey. Zuerst ist ihm kalt, dann ist ihm warm. Ich glaube, das hat wirklich auf seine Statusveränderung auch Auswirkungen. Ansonsten würde er es nicht jedes Mal sagen, dass ihm kalt und wieder warm ist und kalt und wieder warm. Hier, Freizeitkleidung, hier ohne Jacke. So, besser, mein Freund. Willkommen zurück. Hallo. So. Gute Arbeit. Dankeschön, Arschloch. Finales Elixier. Na, immerhin hat sich das gelohnt. So, ich hoffe, du hast jetzt für mich einen Auftrag, der easy ist. Was möchten Sie gerne das sieht nämlich nach Gnomen aus. Lebensräuber. Bei Nacht. Also dann, viel Glück. Danke. Wieso nachts? Passen Sie gut auf sich auf. Ich versuche es. Köstlicher Duft. Gut, Freunde. Ich würde glatt behaupten, wir sehen uns morgen wieder und dann hoffen wir einfach mal, dass uns kein Sicher begegnet. Haut rein, euer Zero. Tschüss.